Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mittelerde, Schatten auf Mordor. Und wir schauen mal wieder, was unser nächstes Ziel sein wird. Erst mal kurz auf die Map schauen, wo wir gerade sind. Wir haben hier vorne Informationen. Und wir werden mal uns mal gut beschauen, wer diese Informationen hat. Okay, das sind Wachen. Ich glaube, wir werden jetzt hier mal runterspringen. Zuerst mal. Spinne. Okay, die Spinne scheint nicht unser Gegner zu sein. Unser Feind. Okay, also wir haben hier zwei Trolle. Einer hat die Information, der andere steht anscheinend nur da. Sie werden uns versuchen, den einen zu fokussieren. Wenn wir den hinsichten, dann werden wir keine Information mehr kriegen. Okay, das sieht ein bisschen mühsam gerade aus. Aber wir schauen, wie wir es am besten machen. Das wird schon irgendwie klappen. So, hör mit dem mal. Okay, der hat Informationen für uns. Schauen wir uns mal hier, gibt es Informationen. Okay, sehen wir uns den mal genau an. Der hat uns letztens echt übel zugetan. Also, er ist Anführer für Kampftodesstöße, kann durch Kampftodesstöße sofort getötet werden. Schleichtodesstöße, okay. Das heißt, wir können ihn durch Schleichkabinen in die Leiche regeln. Ja, okay, also ihr seht schon, man könnte ihn eigentlich anmeucheln, dass die Furcht hat, Furcht vor Brennen. Okay, ja gut, dann haben wir ein bisschen Infos gekriegt. So. Du bist uns nicht mehr vonnöten. Dann schauen wir uns mal besser an, was wir als nächstes tun könnten. Es gab gerade in der Nähe gab es nochmal Infos. Sogar hier. Schauen wir uns immer genau an, die Infos. Von wem die sind? Die sind hier in der Nähe. Ach so, die sind hier unter uns. Okay, da kommen welche. Schleicht da jemand umher? Okay, das hat nicht so geklappt, wie ich dachte. Wie ich wollte. Da war doch ein zweiter noch. Ich glaube, da hat sich etwas bewegt. Hab ich mir wohl nur eingebildet. Dabei habe ich doch so eine scharfe Klinge. Eine Leiche. Was war das? Greif von hinten an! Können wir auch kontrollieren? Ich will da nicht in dich. Nee, der möchte. Nee. Das will ich nicht so hinhauen, wie ich das will. Okay, ich glaube, es sind zu viele, oder? Ich werde mal hier kurz versuchen zu fliehen. Ach du Scheiße. Ah, das war auch die falsche Taste. Abstechen. So, somit so viel dazu. So, jetzt ist die Frage, wo ist unser Spitzel? Und Spitzel entfernt sich gerade von uns. Ne, da sind wir am selben Ort, wir haben uns so entfernt. Okay. Suche ich mit jedem nochmal. Das sind einige. So,
müssen uns wirklich halt schauen, dass wir wenigstens einen erwischen, wenn wir runterspringen. Und am besten nicht der richtige. Ja, ich merke schon. Das wird nicht so einfach sein. Aber wenigstens ich mich jedes Mal einen erwischen. Sind auch bald keine Gegner mehr da. Das ist derjenige, der nicht sterben darf. Okay. Das ist noch einer. Der kommt jetzt uns entgegen. Ich bin nicht weggerannt. Ich dachte, ich hätte ihn dort gesehen. Ich töte dich. Moment mal, das ist in der Nähe. Ist das unter mir? Vielleicht kann ich den auch so verhören jetzt. Weil der rennt hier mir davon. Ich habe eine Menge neuer Schwerter, die ich ausprobieren will. Wenn ich nur nah genug an Redback herankäme, um einen Probeschlag landen zu können. Da. Na, also haben wir doch. So, wir haben noch Informationen, endlich. Schauen wir uns, wen wir mehr erfahren können. Den zum Beispiel. Okay. Todesstöße, wo getötet werden. Okay, also wir sehen, wir haben hier einige Gegner, die wirklich eigentlich sehr schnell getötet werden könnten. So. Die Informationen waren sehr gut. Danke vielmals fürs nächste Mal. Okay, dann schauen wir mal kurz, wo wir jetzt hier inzwischen sind. Wir sind ein bisschen vom Weg abgekommen. Und ich denke, wir werden uns jetzt mal. Ja, wir können uns mal in diese Richtung bewegen. Wir können aber auch hier drüben. Die Metallklinge. Ich glaube, wir gehen mal zur Metallklinge. Das wäre dann in diese Richtung. Das Schlimmste an diesen Bleichhäuten ist, dass sie sich immer müde stellen, die faulen Säcke. Hab ein paar beim Straßenbau eingesetzt. Und nach nur 10 Stunden fingen die an, mir umzufallen. Wäre ich dort gewesen, hätte ich sie schon zurechtgestutzt. Dann wimmern sie immer bloß so. Ich stutze ihnen höchstens die Köpfe. Dann streng dich erreicht. Oh, das war falsch. Stirb! So. Endlich bin ich frei. Da bin ich schon. Jetzt ist meine Patrouille weg, die ich eigentlich jetzt im Haufen meucheln wollte. So, jetzt könnt ihr mal eigentlich hier einen schön gezielten Schuss landen. Der ist tot, oder? Das war Volltreffer. Hätte ich nicht gedacht, dass ich den so gut treffe. Oh, scheiße. Das war nicht ganz so schlau. Versuchen wir uns mal hier ran zu pirschen. 3 Gegner. 3 potenzielle Opfer. So, das war Nummer 1. Nummer 2. Und Nummer 3. So. So, dann wollen wir mal hier hoch mal schauen, was wir genau hier finden. Okay, drüben ist was.
seine Taten gegen den Herrscher bezahlen lassen. Ist er oben? Oben hier? Ne, das ist vorne. Diese dummen Tags haben Angst vor der Dunkelheit. Wie sie schlottern würden, wenn sie wüssten, ein Sklave haut ab! Unterwirf dich! Darf ich mal, hol mir zuerst den da oben? Okay, jetzt habe ich. Habe ich mich auch noch zusammen gemacht. Oh, das sind ein bisschen viele. Da rennen wir besser weg. Oder wir gehen hoch. Dann ist die Möglichkeit hoch. Ich habe ihn gleich erwischt. Er hat uns ausgelauert. Okay. Okay, das sind echt ein bisschen zu viele. So, die Frage ist jetzt. Der Feigling ist abgehauen. Das denken die. Ich bin noch in der Nähe. Okay, jetzt ist die Frage. Bring ihn halt um, wenn er zurückkommt. Das Problem, man kann sie nicht so einfach töten, wenn die wissen, dass man da ist. Das geht anscheinend nur so einfach, wenn. Oh, Scheiße. Ach du Kacke, das sind immer noch. Ach du Kacke. Das ist nicht ganz so einfach jetzt. Ach du Kacke, ey. Okay, da ist einer hingerichtet. Der ist noch weniger. So. Das waren welche. Jetzt haben wir noch ein Ziel. Das Brot, was sie uns letzte Nacht zum Fraß vorgeworfen haben, war voller Magen und hat wie Dreck geschmeckt. Mittlerweile esse ich alles, was mir vorsetzt. So, ihr seid frei. Okay, oben wird das angezeigt. Ich weiß nicht, was es sein soll. Ich sehe hier gar nichts. Gut, aber wir haben hier noch Quests, die wir jetzt erledigen werden. Wir finden hier noch etwas Wichtiges. Ja, schauen wir nicht. Ja gut, dann wollen wir uns mal die Quest anschauen, die hier drüben ist. Wir haben jetzt hier alles geklärt, hier ist kein einziger mehr. Wir leben immer noch. Da war ja richtig. Ein Trick hält sich der Waldläufer wohl für was Besonderes. Aber ich werde jetzt mal. Sie haben das wieder einer. Die
Folge ist nämlich eh gleich zu Ende. Und bevor ich die Quest hier anfange, werde ich den noch hier erledigen jetzt. Der kann hier auch schreien, wie er will. So ist er oben. Ich mag diese Ruinen nicht. Sie sind gruselig. Immer wenn ich dort vorbeigehe, spüre ich, wie die Blicke der Toten auf mir lasten. So wie dazu. So, ja, gleich ist dann fähig, also Punkt erlernt. Da können wir das wahrscheinlich das letzte noch freischalten, das wir noch benötigen. Hier können wir ja noch nichts schalten, gesperrt. Den haben wir schon hin frei. Jetzt können wir eigentlich nur noch erworben. Das haben wir noch nicht erworben, außer haben wir schon bereits erworben. Dementsprechend werden wir die Sprinten auch noch erwerben. Ja, so können wir nämlich den Schwierigkeitsbonus erlangen. Na gut, dann würde ich mal sagen, in dementsprechend würde ich mich bedanken fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, schaut beim nächsten Mal rein. Es heißt mit Lehrer. Schaut auf morgen. Bye bye.